Hallo. Herzlich willkommen zu Achtung Kultur mit Österreich-Tipps, die Sie nicht in Reiseführern finden. Diesmal vorgestellt von einer waschechten Kölnerin, die in Hamburg lebt und dort seit etwas mehr als einem Jahr für die Österreich-Werbung arbeitet. Mein Name ist Bea Röttgers. Hallo. Tradition und Moderne, das passt meist nicht zusammen. Wo beide aufeinandertreffen, heißt die Lösung leider allzu oft nur Abriss und Neubau. In einer meiner Lieblingsregionen Österreichs, dem Bregenzer Wald, ist das anders. Dort finden Alt und Neu in einer gelungenen Kombination zueinander. Das gehört dort gewissermaßen schon selbst zur Tradition. Denn die Bregenzer Wälder arbeiten gerne mit regionalen Produkten. Entsprechende Wertschätzung genießt das heimische Handwerk. Und das sieht man diesem schönen, hügeligen Land buchstäblich an. Ich kann Sie jedenfalls nur dazu einladen, einmal selbst durch den Bregenzer Wald zu fahren. Sie werden dort allenthalben alte, traditionelle und daneben moderne Holzhäuser entdecken. Das ist ein spannender Kontrast, der hier aber gut zusammenpasst. Warum das so ist, zeigt der Verein Werkraum. Jahrhundertealte Zünfte haben sich hier in einer neuen Form zusammengeschlossen. Aus schon früher weit über die Region hinaus tätigen Handwerkergemeinschaften sind moderne, der Technik zugewandte Betriebe geworden. Ihr Ziel ist es, handwerkliche Fertigkeiten zu erhalten und auszubauen und dabei gleichzeitig zeitgemäße ästhetische Entwürfe zu realisieren. Wenn Sie sich das einmal genau ansehen möchten, können Sie das Werkraumdepot in Schwarzenberg besuchen. Auf 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche zeigen die Mitglieder dort Möbel und Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Einen weiteren Beleg für die nach wie vor lebendige Brauchtumspflege im Bregenzer Wald finden Sie in Riefensberg, in der Juppenwerkstatt. Dort wird die Bregenzer Wälder Frauentracht, die Juppe, hergestellt. Charakteristisch für die Juppe ist eine stark glänzende Oberfläche sowie ein steifer, aber zugleich elastischer Rock. Einen persönlichen Tipp möchte ich Ihnen auch noch mit auf den Weg geben. Besuchen Sie das Frauenmuseum in Hittisau. Es ist ein moderner Bau mit großen Fensterflächen, die einem das Gefühl vermitteln, man stünde direkt im umliegenden Wald. Oben ist das Frauenmuseum mit seinen wechselnden Ausstellungen untergebracht. Und unten die Feuerwehr. Sie sehen, im Bregenzer Wald geht eben vieles zusammen, was andernorts nicht zusammenzupassen scheint. Dafür verantwortlich, dass hier alles so Hand in Hand geht, sind natürlich die Bregenzer Wälder selbst. Darum mag ich den Bregenzer Wald vor allem. Seine Menschen sind immer engagiert und überaus sympathisch. Alle Tipps und weitere Infos bekommen Sie bei mir persönlich oder in unserem Pressebereich auf www.austria.info. Bis bald in Österreich!